Hallo und herzlich willkommen zurück, ne, zu einer guten Runde Child of Light. Okay, schon gecheckt, was wir machen müssen. Okay, heißt hier zuerst das rechte Ding. Konnten es friemeln. Das ging echt schnell. Der Popoli-Schatz ist zurückgewonnen. Jetzt wird Margarete jetzt im Sturm genommen. Auf, dass der Rubel wieder rollt. Oh, seh nur all das Gold. Ilus, lass ab, das ist nicht unser Sold. Ja, das ist wohl. Robert hat sich der Gruppe angeschlossen. Ging schnell. Robert in Not, haben wir nicht mal gelesen, aber wir konnten nicht anders. Nein, nicht zurück. Wir müssen hinein in die gute Sache, um uns hier ein bisschen, ja, vergolden, ne? Boah, ist echt viel Gold. Wenn das alles Gold ist und nicht verschimmelt, dann Hut ab, ne? Und nun jetzt zur Spinne. Ja, die will auch noch ein Weilchen mit uns reden. So, das ist das gute Stück. Ich gehe auf Verteidigungshaltung. Die sollen machen, was sie wollen. Okay, Verteidigung weggenommen. Okay. Ja, Verteidigung ist gut. Autsch. Sag mal kurz, wir haben hier in Nöten. Das ist echt mit sehr viel Verlust zu berechnen, da, weil wir die Zeit haben. Die Zeit haben wir nicht mehr. Aber gut. Antidot, nö. Das ist doof, der kann irgendwie nichts anderes, ne? Der kann nur den. Aber ist auch irgendwie cool. Weil da geben wir auch mal der Zeit. 10.000. Perfektum. Da oben ist noch eine Truhe. Die ist sauer. Wir gehen da nicht rauf. Da können wir alle knacken und verfluchen. Wir gehen nicht mehr rauf. Wir holen uns. Ne, machen wir natürlich nicht. Mehr doof. Turmalin haben wir das. Das haben wir noch nicht. Oh oh. Was ist denn das wieder für ein Quatsch? Warte mal kurz, wenn wir jetzt zurückgehen und den Turmalin auswählen. Angriffe verursacht mit einer Chance von 10% eine Lähmung. Oh,
Jetzt kriegen wir noch mit Lähmungen zu tun. Violette Dinge geben mir auch noch mehr. Uiuiuiui. Naja. Oh! Mal kurz, wir können dann Fertigkeiten auswählen. Ständig. Ein Lichtblitz gegen eine einzelne dunkle Kreatur. Licht ist eine starke Waffe gegen das Dunkel. Ja, das stimmt. Gebe ich der Dame recht. Punkte hier, Punkte da. So, und die ist jetzt da oben wirklich eine Runde sauer. Die schiebt gerade, ja, die hat dann wirklich mal eine gute Runde hier. Anjo, los spielen, sage ich, und kämpf auf 3. 1, 2. Warum denn? Ich weiß warum. Dass es vorbei ist. Bum, 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 bum. Mann, das Wirbeln, da geht mir echt auf den Arsch. Ist das die unten? Das ist die unten, ne? Nur 40 Stück. Kann da jemand mithalten? Ich weiß es echt nicht. Alter, wenn die schon nur 40 Stück machen, was machen die Große? Gut, vielleicht eben genau nichts. Das ist vielleicht das gute Stück, dass die Große nichts macht. Also... Wir sind am Arsch, offiziell. Perfekt. Ja, toll. Jetzt sterben wir natürlich noch eine gute Runde. Alles für den Arsch. So, die kann da unten eine gute Runde für Ordnung sorgen. Jetzt müssen wir da die kleine Links umnieten. Sieht nicht lustig aus, sieht echt nicht lustig aus, aber wir kriegen das irgendwie hin. Und die kriegt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. 130, okay. So, nur die große Brut. Komm, hau drauf. 16, das ist echt nichts.
So, Verteidigung. Oh, Verteidigung. Ja, alle verarschen. Und draufhauen. Wumms. 40, ey. Sieht man aber auch nicht mehr, ne? 16. Aber hey, 118. Oh je, oh je, oh je. Gut, sie kann eigentlich nichts. Guck, wir probieren mal den Herren Finn. Feuer bringt ja hier nichts. Ich denke eher Wasser wäre was Gutes. Könnte funktionieren, muss nicht. 101, nicht schlecht. Nein! Probieren mal das hier aus. Was hatten die gesoffen, ey? Weißt du was, wir müssen das mal tauschen mit der hier, weil sie kann ja unter anderem sowas. Okay, abgebrochen. Schade eigentlich. Ja, ja, versteinern, kriegen wir alles hin. Und immer noch ein Geschwindigkeitsbonus. Immer mehr, ne? Tempo erhöhen, Tempo erhöhen, Tempo erhöhen, nochmal Tempo erhöhen. Und jetzt noch gelähmt. Hier der Blitz vielleicht helfen? Auch nicht schlecht, ne? Verteidigen sofort, weil, ja. Anstatt 16, 60, 24, ey, also. Ich probiere es jetzt einfach mal hier eine Runde aus. Geht hier langsam auf oder sehe ich das total falsch? Ja, verteidigen wäre schon gut. Oh je, Mini. Habe ich denn die richtige angewählt? Ich weiß es nicht mehr genau. Natürlich nicht. Ich habe mich selbst angewählt. Wow. Ich würde eigentlich, ja, die andere Dame heilen, aber naja. Verteidigungshaltung. Und nun, Heilung. Jetzt funktioniert's.
total gelähmt. Ausgewichen? Shit. Mamma mia. Das ist jetzt echt bitter hier, ne? Echt nicht gerade lustig. Noch schneller, oh je, meine. 95. Heilung der Dame hier. Ja. Stumpf einfach draufhauen, weil es wieder funktioniert. Okay, alles klärchen. Nur ganz wenig, ne? Oh, Geschwindigkeitsboost. Das ist mir zu bunt. Ich mache hier Geschwindigkeitsdown, ne? Hier immer noch Cooldown? Ja, toll. Was jetzt? Also. Endlich mal was, das wieder richtig gut gemacht ist. Ja, toll. So, mal hau drauf, den Kollegen. 28, oder? 40 ist nicht viel, ne? Beschleunigung möchten wir alle nicht haben, ne? Also für uns auf jeden Fall nicht. Er ist gelähmt. Fini. Gebracht. Shit. Aber er macht, glaube ich, mit Blitzschlag relativ gut Schaden, ne? Und sie versucht einfach irgendwie, dass das Tier dann gewundert irgendwie so darum. 100 Punkte? Cool. Heilige Krankenhüter hier. Das Herz ist nun frei. Magnas Blut fließt wieder ganz befreit und hoffentlich für lange Zeit. Ja, wer weiß doch schon, denn wir sind hier. Oh. Bolmus Populi, hört her. Magnas Herz schlägt wieder laut und klar. Gerettet habe ich unser Geschäft. Die Kammer ist offen, befreit von der Königin Gefahr. Prinzessin Aurora, bitteschön, der Herr.
Ich danke euch in der Bolmus Namen, Aurora. Jetzt mit dem frischen Kapital in der Hand erschallt unser Marktruf wieder in goldenen Ebenen von Lemuria. Du bist so gut. Das macht mir Mut. Deine Handeln war edel, Aurora. Ich liebe dich auch, Nora. Robert, die Beförderung hast du sicher. Ja, Kind und Charmeur. Oh, wieder. Margaret, deine Stimme klingt wie Marktgeschrei. Oh, Jemine. Dein Lächeln ist schön wie Wertpapier. Magna ist gesund, die Kammer frei. Alles für deine Pfote, die kleine. Schönste Margaret, willst du werden, die meine? Ich bin weder Marktstand noch Spekulant. Robert, was willst du denn hier mit meiner Hand? Oh je. Margaret, warte, mein Herz. Fort ist sie, brennt der Schmerz. Alle Hoffnung dahin, die Kammer ist groß. Vielleicht erleichtert dir diese Flöte dein Los. Welch liebliche Melodie, aber ihr Verlust verschwinde ich nie. Lebt wohl, mein Freund, wir brechen nun auf mit unseren Zelten. Die Bolmus Bopoli danken euch und werdet es euch vergelten. In diesen oder in anderen Welten. Ja, sprich mit Magna, unserer Stadt der Bopoli. Sonst erreichst du den Tempel in die Höhe nie. Ja, dann machen wir das und sehen uns in der nächsten Runde wieder. Vielen lieben Dank. Bis dahin einen wunderschönen guten Tag und vielen Dank. Tschüss und ciao.